Dass ich heute wieder schmerzfrei gehen kann, grenzt für mich an ein kleines Wunder, für das ich unglaublich dankbar bin. Aufgrund meiner Hämophilie-Erkrankung habe ich meine Sprunggelenke kaum mehr schmerzfrei bewegen können. Meine Hobbys wie Radfahren oder Wandern habe ich auch komplett aufgeben müssen. Eine Operation war unausweichlich. Zum Glück habe ich einen Chirurgen gefunden, der auf die Implantation künstlicher Sprunggelenke spezialisiert war. Aber nicht nur dabei hatte ich Glück gehabt. Schon seit Jahren bin ich mit dem Pharmaunternehmen Taketa in Verbindung, die mir mit ihren Hämophilie-Produkten helfen. Von Taketa habe ich den Tipp bekommen, dass es in Graz ein Team von Physiotherapeuten gibt, die eine komplett neue Technologie verwenden. Wir bei Competence in Motion arbeiten sehr gerne mit den Step One Sensorsohlen. Diese Sensorsohlen messen die Druckbelastung unter den Füßen. Das ist eine absolute Innovation. Die Sensorsohlen können ganz einfach in den Schuh eingelegt werden und man kann bereits mit der Messung starten. Für uns Physiotherapeuten hat es den großen Vorteil, dass ich innerhalb kürzester Zeit objektive Messparameter aus der Messung bekomme und die Therapie auch dahingehend steuern kann. Für unsere Patienten und Patientinnen, so wie bei Herrn Dr. Hüttenbrenner, ist es nicht nur ein Riesenvorteil, dass sie einfach angewendet werden können, sondern vorwiegend auch, dass die Patienten ihr Live-Biofeedback bekommen, sehen, wie die Druckbelastung unter den Füßen ist und das natürlich auch die Motivation steigert. Aufgrund meiner Erkrankung habe ich im Laufe der Jahre ein gutes Körpergefühl entwickelt. Aber wenn ein Therapeut mich bitten würde, bei der Reha mein Bein mit 50% des Körpergewichts zu belasten, könnte ich das nur schätzen. Step One hat mir nicht nur die richtige Druckbelastung gezeigt, sondern hat mir auch Sicherheit vermittelt. Ich habe an Lebensqualität wieder total dazugewonnen. Hier war der Tipp von Taketa entscheidend. Ich finde es auch gut, dass Taketa nicht nur Medikamente anbietet, sondern auch alternative Therapiekonzepte für die Hämophilie-Behandlung fördert. Die Sensorsohle war äußerst hilfreich und die Reha war für mich ein Glücksfall.